Das Männchen zeigt einen blauschwarzen Oberkopf und Gesichtsmaske. Die gesamte Brust ist rot. Der Unterkörper und die Unterschwanzdecken sind weiß. Der Rücken ist aschgrau und der Bürzel rein weiß. Die schwarzen Flügel zeigen eine weißliche Binde. Der schwarze Schnabel ist kurz und dick und zeigt in ihm den Körnerfresser. Die Füße und die Iris erscheinen bräunlich. Die Weibchen sind wie die Männchen gefärbt, aber anstatt der roten Gefiederpartien zeigen die Weibchen eine graue Färbung. Der Gimpel war ursprünglich ein Vogel des Nadelwaldes. In unserer Heimat ist er auch in Mischwäldern mit geringem Nadelholzanteil wie Parks, Friedhöfen und Gärten anzutreffen, wo er eine besondere Vorliebe für dichtes Gebüsch zeigt. Die liebenswerten Vögel führen eine recht unauffällige. Das Männchen zeigt einen blauschwarzen Oberkopf und Gesichtsmaske. Die gesamte Brust ist rot. Der Unterkörper und die Unterschwanzdecken sind weiß. Der Rücken ist aschgrau und der Bürzel rein weiß. Die schwarzen Flügel zeigen eine weißliche Binde. Der schwarze Schnabel ist kurz und dick und zeigt in ihm den Körnerfresser. Die Füße und die Iris erscheinen bräunlich. Die Weibchen sind wie die Männchen gefärbt, aber anstatt der roten Gefiederpartien zeigen die Weibchen eine graue Färbung. Der Gimpel war ursprünglich ein Vogel des Nadelwaldes. In unserer Heimat ist er auch in Mischwäldern mit geringem Nadelholzanteil wie Parks, Friedhöfen und Gärten anzutreffen, wo er eine besondere Vorliebe für dichtes Gebüsch zeigt. Die liebenswerten Vögel führen eine recht unauffällige Lebensweise. Sie wirken recht phlegmatisch und bedächtig. Sie haben aber einen raschen und energischen, wellenförmigen Flug. Im Frühjahr und im Sommer trifft man sie meistens paarweise an. Sie fressen vornehmlich Samen und Knospen. Knospen sind im Winter die Hauptnahrung. Der Gimpel gehört ohne Zweifel zu den heimischen Vogelarten mit der größten Beliebtheit bei den Vogelliebhabern.